Moin Leute, Samstagmorgen, wenn man das morgen noch nennen kann, 10:30, mal wirklich ausgeschlafen, keine Termine. Wie geil ist das denn? Und ja, dann haben Marisa und ich jetzt beschlossen, aber also Marisa fährt jetzt gleich noch zu Schinkennissen. Also besorgt, ich weiß, der Laden heißt Schinkennissen und ist einfach der beste Laden für Schinken, Fleisch und so weiter, Würstchen. Aber die haben auch super Bratheringe und die wollen wir Klaus und seiner Frau noch schicken. Und ich tauche gerade von den Beef Bandits, tauche ich gerade Rippchen auf. Also, Werbung, kann ich das sagen, wirklich geile Qualität. Und ich mache heute Rippchen, oder? Beziehungsweise Marisa. Gestern Abend waren wir schön in Stockelsdorf essen, da hatte ein neuer Italiener aufgemacht, beziehungsweise der alte Italiener durch mehrere Insolvenzen, Insolvenzverschleppungen, darf man das so sagen, hat jetzt einen Nachfolger gefunden und das war wirklich gut. Ich hatte ein Kotelett vom Duroc und dazu war ich noch eingeladen von meinem Freund Julian. Also lief gestern richtig, ich habe mein Portemonnaie vergessen und er wollte sowieso einladen, also läuft bei mir. Marisa hatte wie immer Tagliatelle oder Spaghetti mit Rinderfiletstreifen. Julian hat ein Steak, also Gioia heißt das oder Gioia. Gioa heißt der Laden. Da waren wir gestern in Stockelsdorf, das war ehemals Sorrento, dann Sorrent, als Eigentümer gewechselt hat innerhalb der Familie wegen finanziellen Ungereimtheiten dem Finanzamt gegenüber. Und kann man sagen, ist echt gut. Also gegenüber gehen wir auch, ist auch noch ein Restaurant Sino, internationale Spezialitäten. Da gegenüber ist noch ein Restaurant Donna Rosa, da ist mein Freund der Jimmy der Chef. Also Stockelsdorf, kulinarisches Zentrum der Welt, Leute. Ich gehe jetzt kurz in den Keller, dann versuche ich wach zu werden und dann wird gesportelt. Digga, ich habe gar keinen Bock auf Sport. 0,0, aber ich lasse es so mega schleifen jetzt. Ne, beziehungsweise mega schleifen, jetzt 2 Tage nicht gemacht. Oder? Donnerstag, Freitag. Wenn ich jetzt Samstag, Sonntag nicht machen würde, das ist mir schon wieder zu lang. Also ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr das hier am Sonntag seht. Macht was Geiles, ansonsten Wetter ist eher bescheiden. Naja, gut. Hilft nichts. Keimt sozusagen wenigstens mein Rasen. Alles klar, Leute, bis später. So, Samstag, ein bisschen Büro erledigt. Viel mehr Lust habe ich jetzt auch nicht. Mein Handy dreht durch irgendwie in Kameras. Ich habe ja immer noch kein Handyempfang. Ab Dienstag habe ich erst wieder Handyempfang. Das hat jetzt ja 10 Tage gedauert, irgendwie die Nummer zurückzuholen. Ich hoffe, dass das Dienstag alles reibungslos über die Bühne geht. So, und wir schleichen uns mal, mache ich Sachen. Die mag ja morgens immer nicht so gefilmt werden, das mag sie gar nicht, wenn ich das mache. Für euch mache ich das, wir schleichen uns mal und sehen dann. Gucken mal, wie sich eine Marisa in unbeobachteter Wildbahn fühlt. Einkaufskörbe stehen auf jeden Fall schon, Leute. Du bist überhaupt keine Hilfe! Ich wollte mich hier durch die Gegend schleichen und bellst mich an, weil du mich nicht erkennst. Du bist ein richtiger Blödmannhund. Ja, du bist ein Blödmannhund. Oh, ich hab's immer noch nicht mitbekommen. Oh, Marisa hält eine Rede draußen. Seht ihr sie? Guck mal, wie sie da auf der Bühne steht. Ich klinge doch mal die Kamera die ganze Zeit, weil sie sich da bewegt. Was hältst du da eine Rede auf dem Weinfass oder was? Ich habe keinen Empfang. Hä? Ja. Und du meinst, die 18 cm bringst jetzt? Hast du den Leuten noch was zu sagen? Das ist ja schon wunderschön gemacht. Ja, scheiß Wetter. So, wir müssen einmal gleich, das war die Jungsburg und dann der ganze andere. Da müssen wir einmal gleich kurz schnacken. Schnacki, schnacki. Gut. So. Und du musst mal hier oben rein, warum wir das Wasser im Wintergarten haben und nicht aus. Ach ja, das ist hier alles innen vom Wintergarten gestern runtergelaufen. Aber es ist für mich keine Logik, nur weil wir jetzt da Steine reingefüllt haben. Ich meine, das kann ja auf Dauer nicht das Loch bleiben, das ist ja hässlich. Ich gehe gleich, wir sprechen jetzt Hüftburg und dann gehe ich auf genau. Die Leiter und gucken wir das alles an. Ciao, jo, so gut wie das. Geht schon los? Geht los. Moin Leute, also ich habe gerade Sport gemacht, ich schwitze so und dann geduscht und jetzt, wir hängen mit den Rippchen ein bisschen hinterher, ne? Ja. Wir wollen heute Rippchen mit Pflaumenmus machen.
Das mögen eigentlich alle. Wichtig ist, Leute, wenn ihr die Rippchen macht, zieht die Silberhaut hinten ab. Na, guck mal, zeig mal die Rippchen. Guck mal hier, die Silberhaut, so ist die ab. Mhm. Und das ist ganz leicht gemacht. Und denkt dran, so, wenn ihr richtig Fettschicht habt, ich habe zwei Unterschiede. Ich habe auch XXL Spare Ribs und die kleinen Kotlets, ist egal, die werden alle weich. Manchmal hat man nicht alles da. Chili, kann ich irgendwas für dich tun? Sitzt so gut? Und dass ihr hier wirklich drunter geht, nehmt dazu einen Löffel oder so wie ich eine Gabel. Auch sehr gut, ja. Ja, und dann einfach hier, guck mal näher ran. Ja. Ja, jetzt ist wahrscheinlich Vorführeffekt. Und dann unter die Fettschicht einfach die Gabel quetschen. Jetzt, das ist hier natürlich wieder Vorführeffekt, weil. Ah, Digga, das ist natürlich wieder geil. Aber so ist das. Bei den anderen, die zeigen dann die Rippe, wo das gut geklappt hat. Und dann hier so drunter. Es gibt Rippchen einfach, die sich wehren. Okay, hier ist. Mach ich es hier hinten. So. Vielleicht mit dem kleinen Löffel. Schmaleres, ja. Ja, normalerweise komme ich damit ganz gut unter. So, ich nehme wirklich einen schmaleren. Eben hat es gut geklappt, bei der Rippe war das super gut. So, hier müssen wir drunter und dann ziehen wir den langsam. Oh, die wehrt sich aber. Oh. Eine Zierrippe. Nächste. Das ist Vorführeffekt, aber welche Griller zeigt das schon, wo dann das immer mal nicht klappt? Und warum muss man die abmachen? Die wird zäh und die zieht sich auch zusammen. Und einige Griller sagen mittlerweile, kann man auch dran lassen. Aber ich bin ein Freund davon, die abzumachen. Dass die Marinade dann nicht durchkommt. Also. Ja, auch alles. Aber so, und dann zieht man die so leicht ab. So wäre der Vorführeffekt. Hier so abziehen. Gut, und dann gib ihm. Alles klar, Leute. Nächsten Schritt zeige ich euch wieder. Bis gleich. Jo, Leute, ich schwitze noch ein bisschen nach vom Sport. Ein bisschen schnell aus dem Müllbeutel raus. Dusche heiß und dann raus. Und gleich werkeln hier. Marisa hat hier schon Zwiebeln geschnippelt. Die macht da jetzt gerade Chili-Vanilli-Pause. Die kriegt gleich noch beruflich Besuch, ne? Ja. Und ich mache ein paar Rippchen, ein paar schnelle Rippchen. Die sind nach zweieinhalb Stunden fertig. Kann man sich drauf verlassen. Braucht man ein bisschen Saft. Ein bisschen Cola. Und ich mache heute als Marinade einmal Barbecue und einmal Zwiebel-Pflaume. Ich weiß jetzt, sagen die Leute, Pflaume und Zwiebel zusammen. Das ist aber leider geil. Also hatten wir auch erst nicht gedacht, ne? Nee, das ist richtig lecker. Das schmeckt richtig gut zusammen. Da kommt dann noch ein bisschen Honig rein. Und das zusammen aufkochen. Jetzt die Zwiebeln anschwitzen. Dann je nach Gefühl Pflaume rein. Zusammen ein bisschen aufkochen, Honig rein. Salz, Pfeffer und dann nachher auf die Rippchen. Ich kann euch sagen, Leute, das ist eine riesengroße Überraschung, wie geil das ist. Also, hier sind die Rippchen von Beef Bandits und hier die beiden dicken Oschis. Die müssen noch ein bisschen auftauen und dann ist gleich Attacke. Ach, ja, ich bin gleich froh, wenn ich das hier so hinter mir habe und wir dann irgendwie in die Ruhephase kommen können. Oder, mein Spatz? Ja. Ja, also. Wir bereiten weiter alles vor und dann ist Attacke, Leute. Bis gleich. Jo, Leute, also ich sabbel hier, die beiden machen da Meeting draußen. Da sitzen sie. Noch geheim Projekt. Und ich habe jetzt hier die Soße gemacht, die angeschwitzten Zwiebeln. Dazu kam einfach ein Glas Pflaume rein. Ein bisschen Balsamico-Creme, Pfeffer, Salz. Zwiebeln mit Pflaume, Pfeffer, Salz, Balsamico-Creme. Honig habe ich gar nicht gebraucht, ist süß genug, die Pflaume, also Honig weg, was ich vorhin gesagt habe. Und ich kann euch das sagen, das schmeckt so gut, das kann man auch als Chutney nehmen. Das nachher auf den deftigen Rippchen mit der Süße, kann ich euch sagen, Leute, es ist ein Traum, wenn ich das probiere. Das schmeckt jetzt schon, ohne dass das, ich lasse das jetzt gleich noch ein bisschen aufköcheln. Ich liebe das. Jo, Leute, also es geht weiter. Ich wrap die Rippchen jetzt ein. Hier, da kommt Grunz rauf. Ich mische dann auch Wraps. Das ist mir völlig egal. Ich hau dann auch hier was rauf, was ich noch von Klaus habe, irgendwas. Oder hier von Klaus, Magic Dust Wrap, irgendwie, egal, irgendwie zusammen. Nicht jeder kann immer jeden Wrap kiloweise da haben. Und auch, klar, wenn man die Zeit hat, wir haben heute spontan entschieden, dass wir Rippchen machen. Und dann hatte ich die einfach keine Zeit, die einzurubben und in Frischhaltefolie einzuwickeln über Nacht und so weiter. Rub rauf, dann lasse ich die jetzt noch eine Stunde liegen und dann ist das halt so, Leute. Da braucht man sich gar nicht immer so verrückt machen. Klar, die Griller, viele der Griller, die haben das als Job und haben auch dementsprechend Zeit. Einen Moment,
Einen Moment. Und dann ist das für die alle auch kein Problem. Aber für jeden Normalo, so zu dem ich mich bezeichnen würde als Griller, ja, der kann das dann auch mal einfach improvisieren, Leute. Und wenn es nicht schmeckt, gibt es immer einen Pizzaservice oder die Stulle. Diese Edelstahlschalen, die kann man immer gebrauchen. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber ich bin ja auch kein Koch, ne? Und ich hau jetzt hier einfach Rub drauf und dann einfach an rauf damit. Keine Wissenschaft draus machen. Das ist so, wie gesagt, mehr als schief gehen kannst du sowieso nicht. Und es ist nur Grillen, ne? Es ist nur Grillen. So, manchmal, wenn ich einige andere Kanäle gucke, ihr wisst ja, ich bin mit Klaus befreundet und ich mag das an ihm und das habe ich schon sehr an ihm geschätzt, bevor wir uns kennengelernt haben, ist halt dieses, ja, dann mach mal so, ne? Und Klaus sagt ja auch über sich selber, ich bin jetzt hier nicht Deutschlands bester Griller, sondern das, was er macht, können die Leute halt auch nachgrillen und das ist doch Sinn und Zweck der Sache, ja? Also, dass man da so, ich sage jetzt mal, volksnah als Griller ist und sagt, ja, ich mache Dinge, die Leute nachmachen können. So sieht das dann aus. Schön eingerubbt und dann wieder rauf da. Muss jetzt gleich mal gucken, ob ich überhaupt genug Rub da habe, aber hey. Egal, wir haben ja gerade gesagt, dann hole ich eine andere Tüte und so sieht das dann aus. Dann lasse ich die gleich noch ein bisschen im Kühlschrank liegen und dann klappt das schon. Also hier ist noch, hier ist auch noch ganz schöner Grunz. Wie gesagt, haben wir benutzt von Klaus Grill. Und dann einfach jetzt hier rauf, schön einmassieren. Stellt euch vor, ihr massiert euren Mann oder eure Perle. Oh, Perle kriegt gleich einen Shitstorm. Oh, du hast Frauen herabgesetzt. Nein, bei uns in Hamburg ist das ein Kompliment. Frauen sind keine Gegenstände. In Hamburg freut sich, würde ich sagen, fast jede Frau, wenn sie Perle genannt wird. Das ist meine Perle, das ist mein Schmuckstück. Ich meine, wenn man sagt Schatz, ich meine, Schatz ist auch ein Gegenstand, oder? Gut, egal. Also, ich rub jetzt hier mal weiter. Ach, eigentlich muss ich weiter labern, weil ich habe keinen Bock, jetzt einen Handschuh auszuziehen oder wieder einen neuen Handschuh anzuziehen. Deswegen labere ich euch voll, laber. Und das ist auf jeden Fall, Rippchen ist auf jeden Fall eine geile Sache, die man immer zu Hause haben sollte, wenn man gerne grillt, weil schnell machbar, kriegst ein paar Leute satt mit und der Aufwand ist relativ gering. Ich mache ganz, ganz selten, mache ich diese 3-2-1 Methode, weil ich einfach keinen Bock habe auf die 6 Stunden. Diese schnellen Rippchen, das habe ich mir abgeguckt von 030 Barbecue von dem Bobby. Checkt den Kanal aus, der macht richtig coole Sachen und kommt rüber wie ein cooler Typ. Habe ich noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich mag das einfach auch, wie er das macht. Also das sind schon meine Lieblingsgriller. Klaus und Bobby sind meine absoluten Lieblingsgriller bei YouTube. Und Bobby hat das dann mit der Cola, die Rippchen gemacht. Ich habe die auch schon mal gemacht. Guck mal, die halbe Tüte Rub hat hier gereicht. So sieht das jetzt aus. So. Oh, das war richtig anstrengend. Ich komme richtig außer Atem. Leute, was ist los mit mir? So, also, so sieht das aus. Und, ja gut, hier war ich jetzt ein bisschen oberflächlich. Aber, hey, komm, da kommt nachher noch Marinade drauf. Und dann wird das schon geil. Kleiner Zeitsprung in die Zukunft, Leute. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Schalen vorbereitet. Ich habe hier so Grillhalter, aber die gibt es auch gut, die Tellerhalter von Ikea. Aber die habe ich hier mal geschenkt bekommen. Und zwar machen wir das jetzt so, um die ein bisschen zu erhöhen, weil nachher hier Cola reinkommt, habe ich einfach so eine Grillweber mir da drunter gemacht, damit die Rippchen nachher nicht in der Flüssigkeit schwimmen. Habe ich das drauf gemacht und dann kommen die Rippchen, kommt hier ein schön dicker Strang und dann kommt der hier so rein. So. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht auf die Kamera geachtet. Und der kommt hier so rein und so sieht das aus. Und so packe ich da jetzt die Rippchen rein. Das wird dann mit Alupapier zugemacht. Aber ich warte noch auf meinen Freund Matze, weil wir keine Cola haben. Wir trinken zu Hause privat keine Cola. Ich trinke ja hauptsächlich Wasser, zumindest in der Woche. Lol. Und deswegen fehlte mir Cola. Und ich brauche Cola. Aber ich packe die Rippchen jetzt schon mal rein, Leute. Und dann Attacke. Also, bis gleich. Oh, ich habe hier schon wieder... Scheiße, habe ich hier schon wieder Schnodder an der Handschuhe. So, muss ich mit dem Daumen... So. Leute, es geht los. Ich habe meine Cola bekommen. Matze hat Cola mitgebracht. Sehr gut. Also auch 4 Liter. Aber wir brauchen, glaube ich, nur 2. Aber
besser haben als brauchen. Hier sind die Rippchen ja drin. Ich zeige euch das, wie das jetzt reingeht, Leute. Oh, das ist auch immer, Marisa hat hier zu tun, sonst müsste die ja filmen. Aber ach komm, lasse ich sie heute mal in Ruhe, ne, bevor ich dann nachher hier angemault werde. Also, ich nehme dann einfach nur Cola aufschrauben, wäre gut. Gut, Philipp Schlaffer. So, Arbeitsmeeting ist jetzt auch zu Ende. Wir sind schon in den privaten Bereich übergegangen. Reicht auch für den Samstag dann. So, und dann rein da mit der Cola und Flüssigkeit kann schon, ich sag mal so, was ist da jetzt reingegangen? Ja, schon über ein halber Liter. So sieht das dann aus. Zeige ich euch nochmal. Guck mal, so schwimmt die Cola da drin. Und das muss dann runter. So, dann mache ich den zweiten noch fertig. Ja, da sind schon fast 2 Liter Cola drin, würde ich sagen. Passt, das sieht gut aus. Da noch ein bisschen was rein. Also seht ihr, das ist wirklich der Rest. Und geil ist, Leute, das kann ich euch empfehlen. Es gibt Alu-Grillfolie und die ist extra long. Extra long. Und jetzt brauche ich aber eigentlich Hilfe von jemandem. Wartet, Leute. Ja, mir hilft keiner. Also muss, da hilft sich man doch selber. Also hier werden diese Pakete geschnürt und wie gesagt, da muss leider ein bisschen Alupapier verballert werden. Denkt dran, danach die Entsorgung, Recycling, wertvoller Rohstoff, und dann sollte das wirklich gut verschlossen sein. So sehen die beiden Pakete aus. Ich versuche jetzt hier auf 160 Grad hochzukommen und dann kommt das jetzt, ich sag mal, 80 bis 90 Minuten rauf und danach kommt die Marinade rauf und dann gibt's schon Gummi, Leute. So schnell, ich sag mal so, hast die Rippchen fertig mit 2,5 Stunden Arbeit und du musst nicht ganz hell dabei sein. Also 160 Grad, da kommen wir jetzt so ein bisschen hin. Regeln mal so ein bisschen runter noch. Alle drei Brenner so fast auf, ja, was ist das, ein Viertel oder sowas beim Weber. Ja, steigt immer noch, ich mach noch mal ein bisschen runter hier so. Muss ich nachher gleich mal gucken gehen und da kommen die jetzt rauf und das zeige ich euch. So, Leute, schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr mit mir den Samstag verbringt. So, so kommen die jetzt rauf, schön beide nebeneinander. Das ist bei diesem Genesis 2, passen die beiden Pakete auch echt gut nebeneinander. Das habe ich jetzt zwar so behauptet, aber das ist so, das weiß ich, weil ich das schon so öfters... Oh, das ist noch nicht gut genug zu. Oh, Philipp Schlaffer, das hast du nicht gut genug gemacht. Also, wenn das auf ist, geht es natürlich auch, aber dann können die Rippchen auch schnell, schnell trocken werden. Weil natürlich der ganze Dampf und der Saft und alles entweicht. Also, wir wollen ja sowas wie eine Art Schnellkochtopf herstellen, so dass der Dampf dann das Fleisch schön zart macht. So, jetzt haben wir hier nochmal nachgebaut. Aber ich glaube jetzt, das müsste jetzt reichen. Oder haue ich noch eine Lage drum? Ich weiß auch noch nicht. Was sagt ihr? Das lese ich ja erst morgen, was ihr sagt. So. Ach komm, rein. Und so sehen die beiden Pakete aus. Einfache Sache, kriegst viele Leute satt mit. Schöne Attacke, Leute. Bei mir gibt es jetzt vielleicht ein Samstagsbierchen. Mal gucken, ich frage mal Matze, wie das bei dem aussieht. Attacke, auf die Uhr gucken, es ist 4:30. Dann nehmen wir es raus, 4:30, 5:00 und dann ist 17:30 Essen. Top. Jo, Leute, 1,5 Stunden sind rum. Hier stehen 2 Biergläser. Matze, zum Wohle. Oh, Matze hält die Kamera, guck mal, der guckt auf sein Glas. Zum Wohle, Matze. Also, die Rippchen waren jetzt 1,5 Stunden drin und wir nehmen jetzt mal ein Paket raus. Das waren hier, glaube ich, die kleineren Rippchen. Und dann gucken wir mal, wie das geworden ist. Und ansonsten, ja, wie gesagt, einfach mal machen. So, stecken wir auf. Oh, der Dampf ist schon raus. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, ne? Ja. Der Dampf ist schon raus. Oh, gut.
Das waren die größeren. Und da seht ihr, guck mal, die Cola ist so gut wie weg. Da ist das Fett dann von den Rippchen rein. Oh, die sind schon sehr weich wieder. Oh, 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 oh. Da gucken wir mal. Oh, also wie. Oh, guck mal, da löst die sich schon. Guck mal. Oh, sehr gut. Da freue ich mich drauf. Wenn die Knochen schon zu sehen sind, das Fleisch sich zurückgezogen hat. So muss das aussehen. So, ich stelle es nicht auf den Boden, weil das heiße Fett, bin ich mir ziemlich sicher, wird Rudolf sich sonst gleich einverleiben. Na gut, solange ich hier bin, geht es auf den Boden. Ich muss auch aufpassen, dass der Hund nicht gleich hier ausrastet. So, nehmen wir das zweite Paket und wir heizen jetzt den Grill nochmal hoch. Und dann sind wir, ja, kein Problem. Und dann sind wir gleich wieder da, Leute, da. Marisa ist auch da und dann sind wir wieder gleich da, Leute. So, komm näher, Matze. So sehen die Rippchen aus, Knochen sich zurückgezogen, die fallen schon so auseinander. Und die kommen jetzt nochmal 5-6 Minuten von jeder Seite einfach auf dem Grill ein paar Röster rumzubekommen. Und als erstes nicht die Fleischseite rauf, sondern die Knochenseite als erstes rauf. Ja, also so kommen die jetzt hier. Oh, Brutzel, Brutzel. Erst die Knochenseite. So. So. Und dann die beiden dicken Lulatsche. So, jetzt kriegen die nochmal 5-6 Minuten von einer Seite. In der Zwischenzeit können wir eine rauchen und ein Bier trinken. So. Ja! Kommen Sie ran, Herr Matze. Und zwar, nee, mach mal lieber mehr. Ja. Guck mal hier, wie die Knochen hier schon rauskommen. Und das ist jetzt die Pflaumensoße mit Zwiebeln. Und jetzt wird die Seite als erstes, die wird jetzt schön eingerubbelt. Und dann machen wir gleich sowas wie ein McRib, nur mit Pflaume. Und ich habe jetzt die Temperatur ein bisschen runtergeregelt. Ich habe richtig runtergeregelt, damit das jetzt nicht nur alles verbrennt. Das soll ja nur karamellisieren. Wir sehen ja, da unten haben wir schon ein bisschen Fettbrand und so. Wäre mal schön, wenn bei mir ein bisschen Fett wegbrennt, ne? Aber gut. Ich fühle mich sowieso immer schlecht, wenn Matze hier ist. Ich bin so ein Sportler. Ich mach fünfmal die Woche Sport. Und, ja. Also, wie gesagt, diese Seite, jetzt die Knochenseite als erstes einstreichen. Und das jetzt wirklich nur noch mal 4-5 Minuten karamellisieren lassen. Und dann auf die Fleischseite, die dann richtig schön dick auch einstreichen. Ich kann euch das sagen, dass mit der Pflaume. Matze, du hast gerade probiert. Pflaume richtig, und Zwiebel. Richtig lecker. Das kann man essen, Leute, das sage ich euch. Man muss ab und zu auch Dinge ausprobieren. Ich habe das nur im Fernsehen irgendwo mal gesehen und habe gedacht, hey, Pflaume und Zwiebel zusammen. Aber das ist eine geile Sache, ich kann euch das sagen. Und ja, wir melden uns gleich, wenn die Rippchen von der anderen Seite fertig sind und wie wir probieren, Leute. Bis gleich. Jo, das geht jetzt Schlag auf Schlag, Leute. Matze hilft mir, Gott sei Dank. Also kommt mal ran, guck mal, so sieht das aus nachher. Schön glasiert, karamellisiert, man riecht den Zucker, ne? Und die beiden dickeren Oschis lassen wir jetzt drauf, weil mit diesen hier, die jetzt hier auseinanderfallen, mit denen hier werden wir jetzt gleich ein Pflaume McRib machen, ohne Mac ist halt. Und deswegen lassen wir die jetzt drauf, die pulen wir jetzt auseinander und damit machen wir gleich Burger. Also, wenn ihr das riechen könntet, huiuiui. So, komm mit und dann, sonst machst du gleich an, wenn wir es auseinanderbauen. Bis gleich, Leute. Jo, Leute, also, ich habe das jetzt hier vom Knochen so runtergepult, bisschen Krautsalat drunter. Und dadurch, dass ich ja ein Zwiebelfan bin, weil Zwiebel ist eh an der Pflaumensoße. Und das ist ein schönes Brioche-Brötchen. Und dann baue ich mir das so zusammen. Und wird das schön suppschig. Und dann das Rippchenfleisch. So sieht das aus, sieht man das? Mhm. Könnte ein neuer Favorit von mir werden. Kann ich auch sagen, probiert das aus, Leute. Pflaume mit Zwiebel funktioniert einfach. Rippchen gehen immer. Und wenn man gute Freunde da hat, Matze, mein Freund. Prost, mein Freund. Cheers. Also Leute, macht das nach. Aber wir hören das nachher vielleicht nochmal. Wir spielen Trivial Pursuit nachher. Ja.